Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Auswandern in die Türkei und wie meine persönliche Ansicht, meine Meinung und meine Erfahrungen dazu sind. Ich werde bombardiert in meinen persönlichen Nachrichten auf Instagram. Und daher habe ich mich entschlossen, noch einmal ein aktuelles Video zu diesem Thema zu drehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass ich einigermaßen gerecht werde in dem, was ich euch versuche gleich zu erklären. Wenn euch solche Themen interessieren, wenn euch mein Kanal interessiert, wenn euch mein Leben interessiert, abonniert gern meinen Kanal. Unten ist ein Button, da könnt ihr draufklicken. Mich würde das riesig freuen. Jetzt aber zum Thema Auswandern in die Türkei. Ich hätte nicht gedacht, dass das so beliebt wird, dieses Thema, und dass sich so viele Menschen jetzt dafür interessieren. Hätte man sich aber denken können, da in Deutschland alles ein wenig schwieriger wird, vor allen Dingen auch sehr viel teurer wird, haben viele ältere Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, den großen Wunsch, in der Türkei zumindest zu überwintern und können sich vorstellen, dort auch länger zu leben. Und daher bekomme ich viele Anfragen und werde immer wieder gefragt, kann man sich das leisten? Wie viel muss ich ausgeben? Wie ist das Wetter überhaupt dort? Beziehungsweise kommt man auch ohne Heizung aus? Und wie sind die wohnlichen Gegebenheiten? Vielleicht auch außerhalb von meinem Lieblingsort Alanya, weil der sehr teuer geworden ist. Das weiß man natürlich auch. Und darauf möchte ich euch jetzt antworten, möchte ein bisschen von dem berichten, was wir gehört haben, auch von Verwandten und Bekannten, und würde euch gern ein Update geben zu meinen Videos. Es gibt ja schon einige auf meinem Kanal in Richtung Auswandern in die Türkei. Es ist ja weiterhin ein tolles Land, um auszuwandern, das einmal vorweggenommen, aber die Türkei ist auch teurer geworden. Und wir alle merken es, wenn wir in der Türkei einkaufen gehen, wir geben viel mehr Geld aus für Lebensmittel, als das noch im letzten und vorletzten, geschweige denn vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ich merke das immer wieder, dass ich mehr ausgeben muss, wenn meine Familie da ist, und dass ich dann auch manchmal sage, oh, das ist aber jetzt schon wirklich grenzwertig. Ich hatte ab und zu ein bisschen auf meiner Finanzakademie dazu mehrere Videos hochgeladen, was ich so im Monat ausgegeben habe. Habe euch auch genau erzählt, wie viele Personen wir da waren und wie unser Tagesablauf ungefähr war. Da kann man so einen kleinen Einblick gewinnen. Ist aber überhaupt noch nicht sozusagen ein Mindestmaß an Kosten, die wirklich auf einen zukommen. Sprich, wir haben sehr wenig zu Hause gekocht, wir waren oft essen und wir haben natürlich auch viel eingekauft. Wenn die Kinder da waren, haben sie viel Klamotten und Ähnliches geschenkt bekommen von uns. Also insofern kann man das alles gar nicht so richtig dort einordnen. Trotzdem, ich möchte euch erzählen, womit man rechnen muss, was ist im Moment los und wie ist vor allen Dingen auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Wie wir alle wahrscheinlich in den Nachrichten und überall mitbekommen, aufgrund der weltlichen Situation ist es so, dass sehr viele Menschen aus bestimmten Ländern in die Türkei einwandern. Sie mieten Wohnungen, die für diese Menschen gut bezahlbar sind. Das machen wir aber auch. Ja, wir, die sich jetzt für dieses Thema interessieren, wir denken ja auch darüber nach, dorthin zu gehen und dort günstiger leben zu können, weil es bei uns einfach auch viel zu teuer geworden ist. Und da sind wir natürlich nicht die einzige Nation, die auf diese Idee kommt. Und die weltliche Lage verschärft das Ganze wirklich sehr, ja. Und natürlich sind für Menschen, die
die türkische Sprache nicht können und die darauf angewiesen sind, dass sie sich in ihrer Heimatsprache oder auf Englisch verständigen können, natürlich dazu geneigt, auch in die Touristengebiete einzuwandern. Sprich Antalya, Izmir, Bodrum, diese Richtungen, ja, also an der Küste, Küstengebiete oder bestimmte Gegenden, in denen ein touristisches Angebot herrscht. Es gibt ja noch mehrere schöne Orte in der Türkei, die auch im Inneren des Landes liegen. Und auch dort ist zu beobachten, dass die Auswanderer sich dort niederlassen. Das hat zur Folge, dass die Immobilienpreise natürlich in die Höhe schießen. Das hat zur Folge, dass die Mietwohnungen sehr viel teurer angeboten werden und dass man da von einem normalen türkischen Einkommen, was man verdient, wenn man in der Türkei arbeiten muss, natürlich die Mieten und die Immobilien gar nicht mehr bezahlen kann. Ja, das ist ein großes Problem gerade dort. Das ist bekannt. Das kann man auch in allen Nachrichtensendungen verfolgen. Gerade Antalya ist richtig teuer geworden und das war mir gar nicht so bewusst, weil ich eigentlich eher dachte, das sind so kleinere Orte. Wie bei uns in Alanya zum Beispiel, da ist es ja auch wirklich sehr, sehr teuer geworden alles. Nein, auch die Großstadt Antalya ist von den Mietpreisen der Wohnungen wirklich kaum noch bezahlbar. Also für die Einheimischen schon mal gar nicht, aber auch für uns, die wir in Euro oder in einer anderen Währung dort einwandern, ist es wirklich sehr teuer geworden. Man muss sich ganz genau überlegen, ob man dort sich einmietet. Zum einen besteht das Risiko, dass ihr die Miete für das gesamte Jahr im Voraus bezahlen müsst. Und das finde ich immer sehr gefährlich, weil man ja gar nicht so richtig absehen kann, was da auf einen zukommt. Bleibe ich denn wirklich ein Jahr? Habe ich überhaupt diese enorme Summe, wenn ich von einer Miete in Antalya, wo ich gehört habe, dass die so mindestens 500 Euro beträgt, wenn nicht noch mehr, bis 800, 900 Euro im Moment für eine normale Wohnung, dann rechne ich das mir auf ein Jahr hoch. Das ist ja eine große Summe Geld, ja, auch für uns Europäer. Und da frage ich mich wirklich, ob man das Risiko eingeht, eine so große Summe für ein Jahr im Voraus zu bezahlen und auszugeben, weil ich denke da immer an Gefahren. Was ist, wenn der Vermieter nochmal nachfordert? Was ist, wenn er nicht nachfordern kann und die EIDAT erhöht? Also diesen monatlichen Betrag, den man monatlich für, das ist so eine Art Wohngeld. Ja, in Deutschland würde man da, glaube ich, Wohngeld zu sagen. Also wenn man eine Eigentumswohnung hat, musst du ja für die Bewirtschaftung des Grundstückes einen Hausmeister anstellen. Der Garten muss gemacht werden, die Betriebskosten müssen für das Haus, ja, die allgemeinen Betriebskosten mit eingerechnet werden. Das ist in dem Wohngeld, in der EIDAT quasi auch dort so vorhanden. Und die werden unberechtigterweise manchmal oder auch berechtigterweise, ja, wahrscheinlich, weil es ja so dann abgesprochen wurde, erhöht, dass man da vielleicht dann so gar nicht mit gerechnet hat. Dann bezahlt man vielleicht statt 100 Euro im Monat dann, keine Ahnung, 150, ich weiß es ja nicht, ja. Es sind so viele Faktoren dabei, die so unübersichtlich sind. Was ist, wenn man wirklich knapp mit Geld wird und die Lebensmittel nicht mehr bezahlen kann oder Strom und Wasser und keine Ahnung, Gas nicht mehr bezahlen kann? Es gibt so viele Unsicherheiten, wenn man in einem Land lebt, das nicht sein eigenes ist, ja, die Sprache nicht kann. Und da gibt es ja Widrigkeiten, die auftauchen können, die einen wirklich den Aufenthalt dann verkürzen lassen. Dann hat man da die Miete für ein Jahr im Voraus bezahlt und nicht wenig Geld. Das ist ein großes Problem gerade. Das Wohnproblem ist in diesen Küstenregionen im Moment unübersichtlich und sehr, sehr teuer geworden. Was man aber machen kann, ist natürlich, dass man im Inneren des Landes lebt. Ja, dort gibt es weiterhin in kleineren Regionen, jetzt nicht unbedingt in Ankara und Istanbul, ja, auch dort ist es natürlich teuer geworden, aber meiner Meinung nach noch nichts zu vergleichen mit Antalya und mit den Küstenregionen und Izmir und Ähnlichem. Ich würde dazu raten, dann eine Region sich auszusuchen, wo man gut leben kann, aber es nicht so sehr vom Tourismus sozusagen besetzt ist, wenn man nicht so viel Geld hat, ja, weil dort kann man noch relativ günstige Mieten bekommen, man kann auch noch gute Immobilienpreise
erhalten, wenn man jetzt in kleineren, in dörflicheren Gegenden sich niederlässt. Aber da habt ihr natürlich das Problem mit der Sprache. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Deutsche an sich nicht so gerne sich mit der türkischen Sprache auseinandersetzt. Also sie nur ungern lernt und auch nicht so die Lust dazu hat. Ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Und das müsste man dann natürlich machen. Also man muss sich schon man muss die Sprache einfach lernen, weil im Inneren des Landes sprechen die Menschen kaum Englisch und auch auf vielleicht Deutsch Möglichkeit, dass da einer mal dazwischen ist, der in Deutschland war. Darauf kann man sich aber nicht verlassen. Ja, man muss zum Arzt gehen, man muss einkaufen gehen, man muss mal telefonieren. Das habe ich selbst bei mir im Touristenort in Alanya gehabt. Ich habe euch das mitgevloggt, mein Internet funktioniert nicht, dann muss ich da telefonieren. Klar, das gilt in Alanya, geht das auf Englisch, aber vielleicht geht das in den anderen Regionen dann nicht. Wenn du da irgendwo anrufst, ja, dann wird da wahrscheinlich nur Türkisch gesprochen am Telefon. Das fängt schon mit der Mobilfunkkarte an, geht über Strom weiter, mit Wasser und klar, wenn man das einmal alles angemeldet hat, ja, aber was ist denn, wenn Schwierigkeiten auftauchen? Was ist, wenn man tatsächlich mal irgendeine Behörde besuchen muss? Also man muss die Sprache schon so lernen, dass man dann im Inneren des Landes sich zur Not auch selber zurechtfinden kann. Das ist meiner Meinung nach unabdingbar, weil die englische Sprache ist in der Türkei wirklich nicht so, dass sie überall gesprochen wird. Also hier in Deutschland kannst du ja quasi mit jedem auf Englisch dich unterhalten. Das ist dort einfach nicht der Fall. Nicht im Inneren des Landes, nicht außerhalb der touristischen Gebiete. Ja, in den touristischen Gebieten keine Frage, jeder kann Englisch, Russisch, Deutsch, aber nicht im Inneren des Landes, wo eben kein Tourismus herrscht. Dafür hast du dann da aber günstigere Wohnkosten. Ja, du kannst günstiger leben. Die Mieten sind nicht so hoch, die Immobilienpreise sind bezahlt. Das ist der Vorteil. Nur ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von euch eben nicht im Inneren des Landes leben wollen, sondern schon sich auch in Gebieten aufhalten wollen und leben wollen, wo es dann eben im Winter zumindest erträglicher vom Wetter her ist. Ja, das gilt bestimmt für 99% aller Auswanderer, dass sie dann eben in die Küstenregionen ziehen wollen. Und da haben wir halt im Moment ein unübersichtliches Problem bezüglich Mietpreisen und Immobilienpreisen. Es ist einfach der hohe Kostenfaktor, der dort herrscht. Das muss man so wissen. Und das ist im Moment noch nach oben nicht absehbar. Ja, es steigt weiterhin. Es ist im Moment noch kein Stopp in Sicht. Im Gegenteil, durch die weltliche Lage im Moment verschärft sich das wirklich, wirklich richtig schlimm. Und da muss man gucken, dass man für sich persönlich diese Wohnsituation klärt, dass man möglichst eine Wohnung mietet, die eben nicht so teuer ist, die bezahlbarer ist, die eventuell älter ist. Ich habe auch schon öfters gehört, dass eben Wohnungen, die eben älteren Datums sind, ja, dass die noch zu haben sind für eine Miete, die eventuell noch bezahlbar ist. Ja, habe ich gehört. Könnt ihr euch auch nicht drauf verlassen, weil im Moment sind die einfach, also das Wohnungsproblem ist derart, hat sich derart verschärft in diesen Regionen, dass da auch natürlich die Türken auf den Markt drängen, insofern als dass sie ja auch wohnen müssen und arbeiten müssen. Und je mehr Tourismus ist, desto mehr müssen ja auch Menschen da sein, die sich um diese Leute wieder kümmern. Ja, das verschärft das Wohnungsproblem natürlich auch. Ja, je mehr Leute in eine bestimmte Region einwandern, desto mehr braucht es auch an Personal und an Menschen, die diese Leute dann auch versorgen mit Klamottenläden, mit Gastronomie, mit Hotellerie, mit fahrbaren Untersätzen und Läden und Personal in den Geschäften. Also das ist ja nicht nur damit getan, dass man sagt, es war schon immer so, aber je mehr Leute einwandern, desto mehr muss ja auch Personal und Bedienstete es geben, die sich eben auch dann um den gesteigerten Anspruch dieser Leute kümmert. Also da haben wir schon mal ein großes Problem und da sehe ich auch keine Lösung. Ja, da muss man einfach gucken, muss sich informieren, hat manchmal auch Glück, manchmal Pech, da was Gutes zu finden. Das ist ein Riesen unübersichtlicher Kostenfaktor, der im Moment
in allen Küstenregionen in der Türkei das Gleiche ist, ja, durch die weltliche Lage eben im Moment. Dann kommen wir natürlich zu der enormen Inflation, Entschuldigung, bitte, die auch dort natürlich um sich greift. Und nach wie vor sind die Preise noch so, wie ich sie dort verlassen habe, ist noch ungefähr gleich, würde ich mal behaupten, wenn man sich kostengünstig ernähren möchte, ist das möglich. Ja, und zwar günstiger als hier in Deutschland. Das kann man, glaube ich, weiterhin so sagen. Entschuldigt bitte, in Deutschland ist es nach wie vor teurer, was die Lebensmittelpreise betrifft. Und in der Türkei ist es günstiger. Das kann man so unterschreiben. Nur, auch das ist ja wieder unübersichtlich, ja, weil dort die Preise wirklich ständig auch erhöht werden. Und das kann man, darauf kann man auch sich nicht verlassen. Ja, wenn du heute eine Immobilie für ein Jahr mietest und das alles im Voraus bezahlst, die Miete, kannst du dir nicht sicher sein, dass du im nächsten Jahr die Lebensmittelpreise genauso hast, wie sie jetzt waren. Ja, das ändert sich ständig, es wird ständig erhöht. Als alleine, als ich da war, war das Brot zum Beispiel immer 4 Teller und hat sich dann, ups, von heute auf morgen auf 5 Teller erhöht. Und inzwischen ist es, glaube ich, wieder 4,50 oder 4. Es ging dann auch mal wieder runter. War ein bisschen unübersichtlich. Ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, warum es einmal 5 war für 2 Wochen und dann wieder runter ging auf 4 und jetzt 4,50 ist. Ich weiß es nicht. Eben, das ist so ein bisschen knifflig, alles zu beurteilen. Und was ich nur sagen wollte, gut, ein Teller ist jetzt nicht die Welt, aber das ist bei einem anderen Lebensmittel dann eben nicht nur ein Teller, sondern vielleicht 50 Teller teurer. Also da muss man auf jeden Fall gucken. Was ich weiterhin sagen kann, ist, dass Milchprodukte teuer sind, teilweise viel teurer als in Deutschland. Ja, da muss man einfach gucken, teilweise auch günstiger. Eben kommt drauf an, was für einen Geschmack man hat. Ja, wenn man immer nur Frischkäse isst, so wie ich, dann kommt man noch ein bisschen günstiger weg. Wenn du so einen teuren, leckeren Käse isst wie mein Mann, dann kommst du in der Türkei, musst du dann mehr Geld für diesen Markenkäse ausgeben, ja, für diesen Tilsiter Scheiblettenkäse, Scheibenkäse oder ähnliches. Milchprodukte sind teilweise teurer als hier und auch Fleisch hast du manchmal teurer als hier. Manchmal bist du gleich, ja, wenn du darauf achtest, welchen wo du einkaufst. Es gibt natürlich auch dort günstigere Lebensmittelgeschäfte und teurere. Und wenn du so ein bisschen auf Angebote achtest, bin ich nochmal der Meinung, kann man da noch günstiger kaufen als hier. Alkohol ist teuer, ja. Es ist alles, das Auto an sich ist teuer. Es gibt eben ein paar Dinge, die in der Türkei teurer sind als hier. Die sind aber nicht lebensnotwendig. Also wenn man auf dem Basar einkauft, ist weiterhin mein großer Tipp, in den Küstenregionen geht, auf den Obst- und Gemüsebasaren einkaufen. Dort könnt ihr wirklich viel günstiger einkaufen als hier in Deutschland, was Obst und Gemüse betrifft. Klar, gibt es auch dort ein paar exotische Früchte und Gemüsesorten, die ihr dann vielleicht außerhalb der Saison kaufen möchtet oder die gar nicht wachsen in der Türkei. Da bezahlt ihr dann natürlich unter Umständen auch mehr als hier eventuell ihr in Deutschland für so eine Frucht bezahlt oder für so ein Lebensmittel bezahlt, einfach weil sich die Türken sowas gar nicht leisten könnten und weil es eben nicht in Masse eingefahren wird in die Türkei, wie das vielleicht hier in einem europäischen Land der Fall wäre, weil es hier viel mehr Menschen gibt, die sich auch solche exotischen Dinge leisten können. Also immer saisonbedingt einkaufen. Ich habe viele Videos auf diesem Kanal gedreht über die Bazar-Videos. Da könnt ihr euch gucken, könnt ihr euch angucken, was da an Lebensmitteln zu verkaufen ist und wie da die Preise sind. Tomaten, ne? Ich war jetzt hier mal einkaufen. Hab Tomaten für 1,30 € eingekauft und als ich da war, waren die, glaube ich, pro Kilo dann eben 30 Cent oder 20 Cent oder noch weniger, 10 Cent teilweise. Also es gibt natürlich auch auf den Bazaren Lebensmittelhändler, die ein bisschen teurer verkaufen als die anderen. Da kann man gut gucken. Man kann auch noch so ein bisschen so mit den Menschen verhandeln, die eventuell nur so ein kleines Angebot haben, wie der Bauer von nebenan. Da kann man dann auch mal ein bisschen handeln noch. Aber
im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr viel günstiger als bei uns in Deutschland. Und da ist es auch umgekehrt, dass ihr nicht auf dem Wochenmarkt eben mehr bezahlt wie hier in Deutschland als im Supermarkt, sondern da ist der Supermarkt im Obst- und Gemüsebereich teurer, als es auf dem Basar der Fall ist. Das habe ich auch mehrfach in meinen Vlogs schon bewiesen und euch gezeigt. Grundnahrungsmittel sind auch günstiger in der Türkei zu haben als hier in Deutschland. Das habe ich auch oft mitgevloggt, manchmal sogar um die Hälfte günstiger als hier. Aber nicht immer und nicht überall. Auch dort gilt es zu gucken, wo kauft ihr ein, welche Masse, also welche Kilo, welche Einwaage kauft ihr ein, dass man da keinen Trugschluss auferlegt, muss man drauf achten. Ansonsten habt ihr noch Strom, Gas, Wasser, immer noch Gas, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja halt kein Gas gekauft, deswegen kann ich euch jetzt keine Gasflasche, aber die Gasflasche, die ihr braucht, um zu kochen, hauptsächlich, es wird hauptsächlich in der Türkei mit Gasflaschen gekocht. Da berichten YouTuber, die ich kenne, davon, dass sie, weiß ich nicht, alle 2, 3 Monate, je nachdem, wie groß die Familie ist und wie oft gekocht wird, eine Gasflasche kaufen müssen. Und die ist auch nicht so teuer, die kann man gut bezahlen. Der Strom ist günstiger als bei uns, ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Und Wasser ist auch günstiger als hier. Also insofern, also der Strom unter Anführungsstriche, meine Erfahrung so von unserem Verbrauch, die ich in unserer Villa hatte. Habe ich euch auch gesagt, ich hätte, glaube ich, umgerechnet einmal 50 Euro bezahlt. Da müsstet ihr einmal in meinen Videos gucken, was ich da berichtet habe. Ist auf jeden Fall weniger, als ich jetzt hier bezahle, weil ich habe da einen Pool dran gehabt, ich habe Klima teilweise angehabt, die Klimaanlagen. Also, wenn ich das hier in Deutschland gemacht hätte, glaube ich, hätte ich eine Rechnung von 1000 Euro pro Monat gehabt. Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so aus mit den einzelnen Wattzahlen und wie viel die dann pro Kilowattstunde dann kosten, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ich sehe das praktisch in der Abrechnung und sehe, dass das da einfach günstiger war. Keine Ahnung, gilt für mich und keiner ist aber auch sehr viel teurer geworden als in den letzten Jahren. Strom war alles richtig günstig da. Es ist alles teurer geworden. Wir hatten ja, glaube ich, im September eine Stromerhöhung von 15% oder von 20%. Nee, von 20% meine ich. Und daran kann man schon mal sehen, ja, eine Stromerhöhung von 20%, das ist natürlich schon eine Menge. Und ja, da haben bestimmt viele Menschen dran zu knapsen. Das Leben an sich ist weiterhin in der Türkei günstiger als in Deutschland. Ja, wenn man eine einigermaßen bezahlbare Wohnung hat und die unsichere Lage der Inflationsregelungen, die dort gelten, in Betracht zieht. Ja, man kann sich halt nicht darauf verlassen, ja, wie du dich auch hier nicht darauf verlassen kannst. Es ist alles unsicher. Aber wenn man auf das Geld achtet und wenn man sich die Angebote der verschiedenen Märkte heraussucht, das kann man ganz toll machen. Dafür gibt es Apps, die zeigen immer die wöchentlichen Angebote. Man kann an den Supermärkten gucken, wenn man so technisch nicht so versiert ist. Geht man an die Supermärkte, die haben das auch immer ausgezeichnet. Draußen hängen die Angebote der Woche. Das ist genau wie in Deutschland auch. Kann man also sozusagen offline gucken, was dort alles sich an Angeboten befindet. Man kann sich auch die Dinge liefern lassen. Das ist auch etwas, was ich oft gefragt bekomme, was ist denn, wenn ich wenn ich mir das liefern lasse? Das geht auch. Man kann sich Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Das habe ich in meinen Vlogs auch öfters gezeigt, in den kleinen Wagen, der dort lang gefahren ist von den Supermärkten und die Bergregion sozusagen nach oben beliefert hat. Das fand ich auch sehr praktisch. Und dann gibt es aber auch verschiedene Dinge, die man mit denen man sich connecten kann. Also in diesen Regionen vernetzt man sich sehr schnell und der eine kennt den, der versorgt dann den anderen mit, bringt dem was mit. Also da, glaube ich, kann man sich gut versorgen, wenn man da ein bisschen die Augen und Ohren offen hält, findet man eigentlich immer jemanden, der einem den Einkauf mit nach Hause bringt. Ich glaube, das sollte nicht das Problem sein. Was ist mit Klamotten technisch, habe ich euch auch erzählt. Ich habe euch auch in meinen Vlogs immer mitgenommen, habe euch gesagt, dass ich
der Meinung bin, dass man auf dem Bazar Klamotten nicht kaufen sollte. Erstmal sind die jetzt natürlich alles unechte Marken, das ist ganz klar. Aber wenn man sagt, okay, das ist mir egal, dann ist es teuer einfach. Ja, ich kann da keinen großen preislichen Unterschied hier zu Deutschland erkennen. Wenn ich ein gutes T-Shirt bei Kick kaufe, dann bin ich im gleichen Preissegment, wie ich da auf dem Bazar wäre, wenn nicht sogar noch teilweise günstiger, weil die Qualität einfach besser ist. Was ich auch berichten kann, ist, dass es dort auch Märkte gibt wie LC Waikiki zum Beispiel, ein Klamottenmarkt, der überall in der Türkei vertreten ist und der ungefähr im Preissegment von C&A und Kick liegt. Also da kann man auf mein Handy bimmelt, ne? Da kann man auf jeden Fall dann auch einigermaßen günstig einkaufen, aber man muss einfach wissen, dass diese Märkte die gleichen ungefähr die Preise haben wie auch die Märkte hier, also C&A und ähnliches. Da muss man auf die Preise achten. Das ist auf jeden Fall anzuraten. Aber meiner Erfahrung nach sind Pullover, ja, die ich da geshoppt habe, nicht alles, ja, wirklich nicht alles ist günstiger, aber doch einiges. Also ich habe einen Pullover gekauft, den habe ich umgerechnet für 8 Euro gekauft und so die gleiche Qualität würde ich dann mal sagen, teilweise kriegst du hier unter 15, 16 Euro nicht, ja. Ich habe eine dicke Jacke gekauft, ich weiß gar nicht mehr, für wie viel ich die geholt habe, da habe ich letztes Mal eine ähnliche Jacke gesehen, ich glaube, die war so um 20 bis 30 Euro teurer. Das heißt aber nichts, wenn ich in einen anderen Laden gehe, dann habe ich da vielleicht eine Jacke, die ich jetzt hier wieder günstiger bekomme. Man muss einfach auf Qualität achten und mit der gleichen Qualität hier in Deutschland dann wieder zu vergleichen, ist schwierig. Ja, was ist das für Stoff? Wie dick sind die? Wie viel Kunststoffe sind da drin verarbeitet? Das müsste man natürlich jetzt alles eins zu eins vergleichen und dann sagen, okay, in der Türkei ist es günstiger und hier ist es ein bisschen teurer. Mein persönlicher Eindruck ist, dass es so um 20 bis 30%, wenn man denn vergleicht und wenn man dann auch nicht das teuerste Produkt kauft und nicht sofort überall alles mitnimmt, was man sieht. Wenn man vergleicht und wenn man aufpasst auf die Preise, schon so 20-30% günstiger ist in den Klamottenläden. Ja, sind hier teurer. Das ist mein Eindruck. Und wie gesagt, ich bin günstig Maus. Ich kaufe nur da ein, wo es wirklich auch günstig ist. Ich gehe nicht in die teureren Geschäfte. Es gibt auch in der Türkei teurere Läden und da gehe ich einfach schon mal gar nicht rein. Ja, genauso wie ich auch hier nur bei Kick, bei C&A, bei H&M, bei New Yorkers und ähnliches gucke und da, Leute, die Preise sind so teuer hier geworden in Deutschland an Klamotten. Ich war ja in allen Läden. Also wenn nichts runtergesetzt ist und wenn wirklich hier auch nicht irgendwie Rabattaktionen sind oder eine spezielle C&A hat ja auch öfters mal, dass sie so neue Dinge reinbekommen und dann sieht das ein bisschen günstiger aus. Oder Ernstings macht das ja auch, dass du da Pullover und Jogging-Sachen hast dann für 10 Euro, 12 Euro. Solche Aktionen gibt es dort natürlich auch und im Schnitt finde ich die Klamotte dort auch günstiger. Das ist mein Eindruck, aber gut, man kann da auch richtig viel Geld für Klamotten ausgeben, ne, wirklich. Also wenn du da mal ein bisschen besser qualitätmäßig rangehst und da wirklich auch drauf achtest, ne, dann ist das auch schon richtig teuer da alles, ja. Also das ist auch mein Eindruck. Aber wenn ich drauf achte, wie gesagt, dann kann ich in der Türkei günstiger einkaufen. Deswegen kaufe ich mir meine Klamotten auch nicht hier für den Winter, wenn ich irgendwas kaufen wollen würde, sondern würde es da kaufen. Beim Schnitt so 2-3 Euro bin ich dann bei einer Hose günstiger oder 2-3 Euro beim Pullover günstiger. So meine Sachen, die ich so halt immer trage. Auch Schuhe muss man gucken. Ja, Schuhe sind dort auch günstiger, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe für meine weißen Sportschuhe 16, 17 Euro bezahlt. Aber wenn ich hier gucke, dann würde ich die auch hier für 16, 17 Euro, solche Stoffschuhe, ganz einfach günstig, würde ich hier auch finden. Ja, manchmal finde ich hier Schuhe auch für 5 Euro und für 10 Euro. Und da ist das schon auch nicht so einfach, ja. Also ich glaube, man kann so Klamotte und Schuhe und so richtig schlecht vergleichen, weil du da einfach die Qualität mit reinrechnest und mit beachten musst. Aber so mein Eindruck, ne? Ein bisschen günstiger ist es schon als hier. Genau, mein Lieben. Also was würde ich denn dazu anraten, jetzt zum Schluss mal so einmal erzählt,
lohnt sich weiterhin in der Türkei mit dem Euro zu leben. Auf jeden Fall. Es ist weiterhin günstiger. Und nur die Mieten, wie gesagt, da muss man drauf achten. Und ansonsten kann man dort weiterhin gut überwintern. Man kann dort auch weiterhin mit dem Euro günstiger wegkommen als hier. Das ist ja auch der Grund, warum ihr euch dafür interessiert. Und es ist ja auch der Grund, warum sich so viele jetzt für dieses Land entscheiden, weil es eben doch noch relativ nah an Deutschland ist. Europa ist ja gar nicht mehr zu bezahlen. Die ganzen europäischen schönen Länder sind ja wirklich richtig teuer geworden. Die Türkei ist weiterhin noch günstig und sie ist weiterhin günstiger als Deutschland und man kann dort auch weiterhin toll leben. Der Vorteil ist auch, dass es viele Menschen gibt dort in den Touristengebieten und auch sonst gibt es viele Leute, die in Deutschland ja leben, die in Deutschland waren, die in Deutschland gewohnt haben. Also man findet vielleicht doch öfters mal jemanden, der Deutsch spricht in der Türkei als vielleicht in Spanien oder so. Ja, wenn man jetzt nicht, wenn man in den einheimischen Gebieten wohnt und das wäre ja dann auch anzuraten, wenn man eben nicht so viel Miete bezahlen möchte. Aber trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten. Man muss die Sprache lernen. Das ist meiner Meinung nach das A und O. Und Türkisch ist wirklich leicht zu lernen. Man kann es gut machen. Man kann auch heute das Internet nutzen. Man kann aber auch das gute alte Buch nehmen und dann Dinge einfach mal auswendig lernen. Das klappt. Und wenn man schon so ein bisschen Türkisch kann, kommt man auch ganz gut zurecht. Man kann sich ganz gut verständigen. Und man kann auch sehen, was ist teuer. Man kann einige Probleme lösen und man kann auch sich besser zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall da der Ansatz. Türkisch lernen ein bisschen und sich informieren, die Augen und Ohren offen halten. Aber im Gesamtfeld ist die Türkei weiterhin günstiger, wenn man an die Lebenshaltungskosten denkt, als hier. Meine Meinung. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.